Hallo und herzlich willkommen bei der Roten Couch auf der SPS 2024. Bei mir ist Michael Bautz, Produktmanager Kabinett Lütze. Lütze stellt eine neue Möglichkeit vor, Reihenkombinationen mehrerer mit dem Airstream-Verdrahtungssystem ausgestatteter Schaltschränke zentral zu überwachen und präsentiert dazu auf der SPS eine Lösung zur Temperaturüberwachung. Wie sieht diese neue Lösung im Detail aus? Wir haben mit den AirTemp Controller entwickelt. Das ist letztendlich eine Lösung, die auch dann über die softwaretechnisch Daten in eine Cloud liefert. Der AirTemp Controller nimmt Temperaturdaten auf im Schaltschrank und liefert diese dann quasi an die dazugehörige Cloud. Im Bereich Condition Monitoring, so jetzt der nächste größere Step, den wir jetzt hier angestoßen haben. Was bietet die Lösung an Analysemöglichkeiten und wie reagiert das System bei Störungen? Ja, die Daten gehen ja nicht nur in eine Cloud, sondern irgendwann müssen sie natürlich auch verarbeitet werden und auch visualisiert werden. Dafür gibt es dann das Dashboard, das nennt sich AirTemp Monitor. Hier haben wir dann die Möglichkeit, die ganzen Temperaturverläufe grafisch darzuzeigen, dem Kunden zu zeigen, was passiert in seinem Schaltschrank. Greift auch dieses ganze Belüftungssystem intern mit den Airblowern oder auch mit einem aktiven Kühlmedium. Von daher haben wir hier, denke ich mal, jetzt dann auch eine schöne Dashboard-Lösung, die sehr kundenfreundlich ist und auf dem Kunden eigenständig parametriert und Alerts gesetzt werden kann. Bei Temperaturüberwachung denkt man ja auch schnell an Kühllösungen. Was bietet Ihre Condition Monitoring-Lösung diesbezüglich? Ja, ich denke, wir sind ja relativ gut aufgestellt durch das Homogenisieren im Schaltschrank. Wir zirkulieren die Luft durch die Airblow um den Airstream-Rahmen. Wichtig ist uns, dass wir diese Zusammenspiel mit aktiven Kühlmedien hier perfekt weiter optimieren, weil letztendlich, wie die Luft in den Schaltschrank reinkommt, da gibt es andere Experten. Unser Ziel ist es, die Kühlgeräte dann in dem Moment einzusetzen, bedarfsgerecht, wenn sie wirklich benötigt werden, was nachhaltig Energie und CO2 einsparen kann und somit eine gesamt gute Lösung unseren Kunden liefern können. Ja. Dann vielen Dank, Herr Bautz, für Ihre Antworten, für Ihre Zeit und an unsere Zuschauer. Auf Wiedersehen.